Alles klar, liebe Freunde, und damit ein herzlich willkommen zu The Last of Us Part 2. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist AldeonLP und wir schlüpfen jetzt wieder ab ins Abby, ne? Abby heißt sie. So. Was war denn in der letzten Folge so los? Oh oh. Wo? Wo? Ja, da hinten. Da auch. Oh, da auch. Ja, dann würde ich mal sagen, schleichen und platt machen. Oh shit. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Zu viele. Ach du Scheiße. Fuck, Alter, jetzt sind wir am Arsch. Scheiße, oh Scheiße. Alles gut, alles gut. Bleibt ruhig. Oh, Scheiße. Ich bin richtig am Arsch, ich bin richtig am Arsch. Toll, meine Mütze ist weg. Joel? Schmiede. Okay. Scheiße, Scheiße. Was, lautloser Kerl? Ich schieß ihn einfach in den Kopf, Alter. Die Tür wird nicht lange standhalten. Wir müssen uns beeilen.
Okay. Alles klar. Tschüss. So, ich brauche neue Waffe. Oh shit! Ja, verkackt. So schnell geht das. Scheiße. Wow. Okay, schnell weg hier. Ich hab dich. Der Nähe bleiben. Wohin gehen wir? Wir sind überall. Langsamer gehen. Fuck, Alter, fuck. Alter. Alter, wie viele sind das? Ich bin Tommy, das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Alter Schwede. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um ein Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich
immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Es war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Wir übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Ach du Scheiße. Was machen die denn? Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Joel Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Thank you.
in deiner. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Sieht das ekelhaft aus. Weg da! Ach du Scheiße. Was hat die denn für ein Problem? Du dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Ach, Scheiße. Ach du Scheiße. Wie komme ich da runter? Okay, Schimmer. Okay. Komm schon. Alter, was war denn eben los, Alter? Ich weiß es jetzt nicht, warum die das getan hat. Ja, die sind da drin bestimmt. Ich weiß nicht, ob Joel noch lebt. Vielleicht ist er schon tot. Alles okay. Alles okay. Ach du Scheiße. Wo kommt das her? Oh, das sieht so schön aus. Aber darauf haben wir jetzt keine Zeit. Ja, einen Moment. Gibt's hier gar nichts? Alter, lebt er noch? Ich glaube, der ist noch richtig verprügelt. Schnell rein. Ach du Scheiße. Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Mist, Jack! Ihr habt sie doch! Okay! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lass ihn frei! Wer ist das? Lass ihn frei! Hat sich reingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Ach du Scheiße. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoll in der Hölle!
tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten! Nein. Okay, Tommy lebt. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut.
Och ne, der ist tot. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Tja, das war's dann mit Joel. Joel Miller. Schade, dass er gestorben ist. Alles klar. Liebe Freunde, wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss. Und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal.